Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Cattle on Cops. Ja, wir machen weiter mit Tutorials. Das heißt, wir gehen mal kurz hier wieder raus und hier wieder rein. Also ich habe im Prinzip jetzt Maschinensteuerung und Radialmenü, Autopilot. Mal was nächstes. Wild machen wir, da gibt es noch Tempomat und. Wir brauchen etliche Zertifikate und gut, dass wir wissen, was lernen. Ne? So, beginnen wir mal mit Führerschein T. Schauen wir mal, ob wir da jetzt rauskennen. Und überall fehlen im Prinzip jetzt die Rechte, so kaufen im Prinzip. Mir fehlt Ansehen, mir fehlt. So. Das heißt, wir müssen was immer lernen. Ne? Um die Voraussetzung zu schaffen, dass wir es kaufen können, müssen wir mal gewisse Dinge erfüllen. So. So, gut, okay. Dann machen wir kurz mal auf streng und machen Maus zeigen. Beginnen. Öffne den Minimap mit M. Gut. Du kannst den Cursor benutzen, um deinen Wegpunkt auf der Karte zu setzen. Zusätzlich zum Punkt wird dir auch der Weg zum Ziel als blaue Linie angezeigt. Aktiviere erst den Cursor und die angezeigte Taste gedrückt hältst, das heißt streng L. Oh, oh, oh. Streng L ist es nicht, bei mir nur streng. Also L wird bei mir nicht funktionieren, kann es auch sein. Das geht auch. Aber geht auch ohne L, ne? So, setze den Weg auf der Karte. Irgendwie ein Vorschlag. Aktuell befinden wir uns auf dem Hof. Wo fahren wir hin? Zum Hafen, ne? Hafen, wo war der Hafen? Am Wasser sicherlich, ne? Das müsste hier sein. Ah, mit Rechtsklick. Okay. So, jetzt haben wir den Pickpunkt jetzt schließlich mit ihm ab. Mit M, ne? Gut. Und jetzt aktiviere den Autopilot mit N. Geht nicht, ne? Aber gut, okay. Wir machen mal die Außenansicht, vielleicht mal ein bisschen mehr gucken, von der Umgebung zu sehen, ne? Und jetzt fahren wir mit dem Autopilot, das ist angenehm, ne? Das ist ja fast wie Autodrive oder Cosplay. Man muss nur halt nur, oh Hase, verschwinde, oh oh oh, hat überlebt. Also hier wohnt ein Hase. Mal sehen, ob wir irgendwo noch einen Nebenhund finden. Mercedes-Benz. Also hier, ne? MB-Truck. Ups. Der fährt aktuell schnell. Ja. Um die 40 km/h. 45 Umdrehungen sind 1,8 im siebten Gang. Aber ich habe keine Schaltung, ich habe hier nur Lenkrad. Aber Lenkrad funktioniert anscheinend nicht. Muss ich mal irgendwie rausfinden, wie es funktioniert. Später, wenn ich richtig Mission eigene Fahrzeuge habe, dann kann ich es immer einstellen. Jetzt macht das wenig Sinn. Wenn es genau wie Auto, wie bei LS ist, dann muss ich mal Lenkrad an ausschalten. Aber hier ist aktuell die Federung aktiviert. Also er kommt sehr gut rum, ne? Ja, wenn man den Weg nicht weiß, kann man ganz gut sich hinfahren lassen, ne? Ansonsten fahre ich ganz gerne auch mal selber. Ne, das ist ja einfach Simulator, ne? So, geht rum, links, ne? Bin nur gespannt, ob der auch mit Gegenverkehr klarkommen würde, ne? Aber das ist ja vorgesehen, dass ich zum Zielpunkt hätte auch kürzer fahren können, ne? Aber ich brauche einen Hafen, 50 Punkte, vielleicht bringt das irgendwas. Eher unwahrscheinlich, aber probieren kann man es ja, ne? Ja, das ist der Hafen, ne? Da vorne. Und der Getreidespeicher ist hier auch noch. Und hier
irgendwas zum Kaufen. Wasser oder Dünger, keine Ahnung. Oder verkaufen wahrscheinlich auch. Hier ist Baustelle. Und hier ist der Hafen, ne? Ein Flusshafen. So wie Duisburg oder so. Wir sind da. Aber der Punkt ist ungünstig, ne? So, aber gut, dass wir mal gucken, dass wir erstmal. M. Habe ich so nicht gesehen. Achso, die Maus aktivieren, ne? Wer hätte noch Straße markieren sollen, ne? So. Muss noch kurz mal neu aktivieren mit N. Der soll zum Zielpunkt fahren, das heißt, wir müssen auf der Straße einen Punkt machen, ne? Und nicht irgendwo auf dem Dach. Wir haben ja keine Drohne, ne? So. Wenn das Fahrzeug am Ziel kommt, angekommen ist, hält der Autopilot es automatisch an. Und das ist schon alles, was man wissen muss, um den Autopilot nutzen zu können. Im nächsten Tutorial wirst du lernen, wie Tempomat zu bedienen ist. Abschließend. So. Das nächste Tutorial Tempomat. Machen wir gleich weiter. Beginnen. Sollten wir schauen. 7 Minuten? Ja. Sollten wir noch eine versuchen, ne? Die Frauenlänge würde ich versuchen, mal um 15 Minuten zu machen. Es kann auch kein 18 sein. Wenn nicht anders geht, auch 20. Und wenn es die Umstände so sind, dann sind auch gern 30. noch viel länger bitte nicht. So. Beginne mit dem Tutorial. Mit dem Tempomat kannst du deine feste Geschwindigkeit für die Maschine einstellen, die dann ganz automatisch gehalten wird. Dies ist sowohl für Straßenfahrt als auch für den Arbeit auf dem Feld sehr nützlich. So, mal streng gehen, kann man Maus aktivieren. Weiter. T. Aktiviert den Tempomat mit Taste T. So. Der Tempomat hat 3 Stufen. Stufe 2 ist schneller als Stufe 1. Logisch. Hobbybein, oder? Im dritten Gang. Blauen Pfeil im Tacho angezeigt. Ach da, ja okay. Eine Kabine im Display hinter Lenkrad. Achso. Ah. Display hinterm Lenkrad. C3, das ist Gang. Display hinterm Lenkrad. Gut, ich kann jetzt nichts erkennen. Öl sehe ich da die Geschwindigkeit. Aber das klingt was anderes, ne? Ja, ist auch egal. Drücke erneut für Stufe 2. Das stört mich ein bisschen, dass die anderen Fahrzeuge noch zu sehen sind hier. Also wir lenken auch noch. So. Fahrer mit Tempomat zum zweiten Punkt. Wo ist er? Hinter mir. Dann drehen wir um. Ja, das sind die Umgebung hier. Wir haben noch 1.4. Ja, 2000. Wie passend, ne? Aber wir haben irgendwann bei Gelegenheit mal, sobald die Felder bestellt sind, die wir kaufen können, auch mal länger Zeit ausschlafen. Tiere kaufen erstmal noch nicht. Ich muss auch mal Futter haben, ne? Das ist ein entscheidender Punkt.
Vielleicht haben wir auch irgendwo eine Wiese nutzen können. Also hier das Gras am Rand abmähen vielleicht. Muss ich mal sehen, ne? April wächst eigentlich noch nicht so gut. Werden wir auch gleich drehen, dass es in eine Richtung geht wieder, ne? Kommt gerade Gegenverkehr. Drücke 3, nochmal T, ne? Das habe ich geahnt, dass es so ist, ne? Ja, das wäre schon das Tempomat, ne? Ziemlich einfach, ne? Mit T eigentlich, ne? TT drücken öfters, dann hat man 1, 2, 3 und dann letztes Mal T drücken, das wäre das Ende. Wir schließen das mal ab. So, nächste Tutorial, Feld. Ja, das kann ich lesen. Aber ihr könnt ja selbst lesen oder zumindest entziffern. Ja, dann machen wir das mal hier. Field oder so, heißt Englisch irgendwie. So, beginnen wir. Gucken wir da. Oh, schlecht Wetter, Regen. Das kennen wir bekannt, ne, von Thüringen. Aber übrigens, Thüringen, heute. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ja, gestern war auch schon Sonntag. Ist egal. Ich habe den Tag geirrt. Thüringen kommt nächste Woche die neue Karte. Bei mir jedenfalls. Also Umzug beginnt dann am Montag noch nicht. Montag muss ich den Rest noch wegfahren an Fahrzeuge. Silage werde ich übrigens verkaufen und mir gut rechnen. Also rechnen. Und ansonsten Geld mitnehmen und die restlichen Fahrzeuge wegfahren vom Hof. Und dann die Gebäude verkaufen. So, hier ist ein Parallelfahrsystem, das dir hilft, deine Bahn möglichst gerade auf dem Feld zu fahren zu können. Es hat zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, um am Feld und am Gerät angepasst zu können. Beginnen wir mal. So, öffne das BGS-Menü. P. Jo, das ist interessant. Mit dem markierten Button kannst du das Feld, ja, System an ausschalten. Das ist irgendwie Kursplay. Da wird mal ganz kurz. Die Bahn wird noch nicht angezeigt, da die Version noch deaktiviert ist. Schalte dann diese im Augenbutton an. Ah. Das ist die GPS. Wenn du das FGS zum ersten Mal startest, wird die Ausrichtung des Fahrzeugs als Bahnrichtung übernommen. Sollte diese wie in diesem Fall nicht mit den Faltkanten übereinstimmen, kannst du sie mit dem File-Button in kleinen und großen Schritten verändern. Also. Also soweit ich weiß, hat mal schließe das Menü. Achso, okay, wie? Wo war es? Ach, da. Okay, fahre zur ersten Bahn. Auch schon. Oh, hier ist Gelände. Geht man die Außenansicht, ne? Nicht so weit. Bisschen zurück. Bremse, so. Senke den Köckerlinger Bell ab. Ja, mit V, wie gewohnt. Geht ein bisschen ruckartig, aber. Schalte den Tempomat ein. Folge nun der mittleren Linie der Bahn und äußere weitere Zeigen die Arbeitszeit deines Geräts an. Aktiviere am besten den Tempomat und kümmere dich nur um die Lenkung. Ach so, okay. Also T. T. Ich soll nur lenken. Und Lenkung geht nicht. Muss die Tastatur nehmen. Gruppe die erste Bahn. Schick. Klein. So. Immer noch die erste Bahn.
folge den gelben Strich so ungefähr, ne? So eine Arbeit mache ich normalerweise nicht alleine. So. Hebe den Rebell an, ne? Klassik, so klar mit V. Weil du die erste Bahn wechselst auf die zweite Bahn, machen wir gleich mal. So, Baus. Naja, bei so einem kleinen Pferd reicht doch ein kleines Gerät, ne? So, ein bisschen zurück. Hey. Ein bisschen an Lenkung gewöhnen. So. Bremse, so. Aktiviere die automatische Lenkung. Geht back up hier, glaube ich. Mit P. Schließe das Menü. Okay. Senke ab. Gruppe, die zweite Bahn. Wenn du merkst, wie du mäßt, lenkt das Fahrzeug umselbe, um in die Spur zu bleiben. Aha, okay. Gruppe, die zweite Bahn, mit T, mit Automat, ne? Sonst fahren wir ganz schnell. Beim Gruppen muss man auch die Geschwindigkeit einhalten, ne? Sonst fliegt das Ding irgendwo hinten weg, ne? So, Gruppe, die zweite Bahn, das machen wir jetzt. 12 Meter, 10, 9, ne? Punkt, Punkt, Punkt. Im Ziel und bumm. Gruppe, die zweite Bahn. Ach ja, wenn du am Ende der Bahn wendest, kannst du entweder die automatische Lenkung auf der oder durch ein eigenes Lenk übersteuern. Sobald die Lenkung los wird, wird das FSG wird Lenken übernehmen. Alles praktisch. Dann kann man eigentlich Kunde jetzt gleich mal umlenken, ne? So, mal hochnehmen. Wende in die dritte Bahn. Wie man sieht, habe ich nicht alles gerubbert zum ersten Mal. Ne? Wie gesagt, automatisch ist immer doch ein bisschen besser. Ne? Gruppe die dritte Bahn, ja. Und T. Automat. Ah, da sind Blumen links. Oder? Beende das Tutorial. Ja, genau. Wie du siehst, kann das Feld das vierte Gary-System. Der muss richtig gesprochen oder falsch, egal. Eine große Fahrhilfe sein. Alle weiteren Funktionen im Tutorial erklärt. Okay. Und? Damit beenden wir auch die Folge für heute. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag, Restsonntag. Ja, morgen. Cool. Das ist mit 70 Grad der Rede. Morgen geht's weiter hier. Ja, im Tutorial. Ne? Wir gehen weiter, bis wir alles geschafft haben. Ne? Ja, dann mal tschüss. Ciao, ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen. Wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr da seid. Tschüss. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, wo ich weiß und helfen kann, werde ich es gerne tun. Ne? Tschüss.